Ist heute echt nicht mein Tag. Hallo, ey, das kann doch wirklich nicht wahr sein, Alter. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, ey. Es ist doch nicht dein Ernst. Ey, du bist da locker 10 cm von dem entfernt und der zieht dich immer mit so einem Jedi-Machtmove ran, Alter. Ey, das ist doch wirklich unglaublich. Ohne Scheiß, als Titelbild mache ich echt einen von den Fettsäcken hier rauf mit einem Lichtschwert. Das glaub mal. Ich will jetzt hier mal weitermachen, ey. Das kann nicht sein, dass wir uns hier 10 Minuten dann aufhalten. Okay, ich habe keine Ahnung, wie lange wir uns jetzt hier schon aufhalten, aber es ist lang. So, jetzt lauf, du. Du unnütze Stück. Guck mal, da verschüttet er sogar seinen Wein. Ich bin gerade am Überlegen. Gibt's hier irgendwie... Jetzt kriegst du es hin. Jetzt kriegst du es also hin. Aha. So. Dann geht's jetzt weiter aufwärts. Einmal hier rauf und einmal rüber gejumpt. Und ich habe hier gerade eben schon wieder ein Zäpfchen langlaufen sehen. Und wenn hier ein Zäpfchen irgendwo langläuft, dann heißt das meistens Knuddelkurs. Wo ist der denn? Ist er hier irgendwo in der Ecke langgelaufen? Ich suche den gerade mal ein bisschen. Sag mal, müssen wir jetzt eigentlich... Ich bin gerade am gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Oder geht's hier weiter? Ah, ich glaube, hier geht's weiter. Aber ich will trotzdem... Wo ist der... Wo ist das Zäpfchen hingelaufen? Das möchte ich gerne wissen. Ist der hier vielleicht an dieser komischen Vase, oder... Ich habe echt keine Ahnung. Der ist irgendwo... Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Keine Ahnung. Naja, das nächste Mal bestimmt. So. Oder kommen wir hier überhaupt weiter? Nö, hier kommen wir auch nicht. Oh, nee, sag nicht, wir müssen da jetzt... Oh, wir müssen ernsthaft da jetzt rüber? Über den Tisch oder was? Oh, kacke. Nee. Warte, kommen wir da überhaupt hoch? Ich komme da nicht hoch, ich muss da irgendwas hinziehen. Oder müssen wir hier rüber? Ja. Ja, der nächste, der geil auf uns wird. Aua, lauf! Los, einmal rüber und... Uiuiuiui. Alter Schwede. Und die Musik im Hintergrund, ey. Diese Trommeln. Es ist sehr atmosphärisch, das Spiel. Ich finde das echt mega gut gelungen. Ja. Nein! Kannst du mich mal bitte... Hallo? Nein! Jetzt zieh dich da doch hoch, Mann! Ui. Ich glaube, da kommt er aber nicht durch, ne? Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja... Oh, es hat sogar funktioniert. Es hat sogar funktioniert. Ja. Es hat fast funktioniert. Es hat fast... Ja. Aber okay, okay. Wir müssen über den Typen rüberspringen. Alles klar. Gut, dann nochmal. So, komm. Steh auf, Mädel. Du hast Arbeit zu erledigen. Jo. So, da kommt der her auch schon. Na, komm mal her. Der hat auch Hunger, ne? So, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Okay, hier durch. Whee! Du kannst mich mal, du Fettsack. So. Nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder der. Kann ich hier in die Kiste? Ich kann hier nicht in die Kiste, ich sollte rennen. Ich sollte mich beeilen, da war aber gerade eben eine Porzellanfigur gewesen, deswegen. Okay, warte, hier in die Kiste. Uiuiui. Nee, 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 ich bin nicht hier. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich glaube, die ist nach rechts. Nee, nach links ist sie gelaufen. Nach links ist sie gelaufen. Jetzt rotzt er sich da aus, der ekelhafte Kothaufen. Genau, hau mal ab. Ich hab
Scheiße, jetzt hat er die Tür zugemacht. Ich weiß nicht, ob ich die wieder aufbekomme, weil rechts war noch eine Porzellanfigur gewesen. Die hätte ich echt gerne mitgenommen. Ich komme nicht mehr an den Türhängel ran. Scheiße, so ein Mist auch. Hier ist ein Spiegel. Ich habe mein Ebenbild gefunden. Kann ich ins Klo rein? Ich will ins Klo. Ich kann reingucken und Klimmzüge dran machen, aber... Ich versuche gerade herauszufinden, wie ich hier wieder rauskomme. Höchstwahrscheinlich, indem ich irgendetwas zur Türklinke, zur Tür einmal hinziehe. Irgendwie eine Klorolle? Geht das vielleicht? Kann ich hier so eine Klorolle vielleicht? So? Dann da raufspringen und dann... Ich kann, glaube ich, nicht... Nee, ich kann, glaube ich, nicht auf die Klorolle rauf. Schade. Gibt es hier irgendwas, was ich irgendwie... Den Eimer kann ich auch nicht nehmen. Okay. Da unten ist so ein kleines Rädchen. Kann ich hier dran vielleicht drehen irgendwie? Nö, auch nicht. Die Rohre vielleicht hoch. Die Rohre kann ich auch leider nicht hoch. Vielleicht der hier hinten. Der sieht mir nämlich sehr verdächtig aus. Auch nicht. Schade. Hä, wie mache ich denn? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Und warum liegt hier eine Wurst? Warum liegt hier eine Wurst? Neben dem Klo. Warum liegt neben dem Klo eine Wurst? Das würde ich ganz gerne mal hinterfragen. Wie mache ich denn jetzt hier weiter? Da oben komme ich nicht hin. Aufs Klo kann ich nicht raufspringen. Muss ich hier irgendwo aufs Regal rauf? Komme ich auch nicht ran, ne? Vielleicht... Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So. Ich dachte zuerst vielleicht irgendwie Krach machen, damit der Typ nochmal reinkommt, aber... Ah, clever, clever. So, jetzt bloß nicht an den Glasscherben schneiden. Die sind scharf. Kleine Frage. Warum ist hinter dem Spiegel ein Raum und ein Stuhl? Ein kleiner Raum mit einem Stuhl hinter dem Spiegel. Gibt es wirklich Leute, die sich dann da reinsetzen und die Leute beim Kacken zuschauen? Das ist widerlich. Das ist echt ein bisschen widerlich. So. Ich denke, wir müssen jetzt hier vielleicht hochklettern oder das Schloss. Können wir das Schloss hier irgendwie in der Regel? Geht das? Kann ich leider nicht. Schade. Ich denke, wir müssen hier weiter hochklettern. So. Dann einmal hier durchquetschen. Was ist eigentlich genau unser Ziel hier im Spiel? Was ist hier unser Ziel? Wir sind hier einfach aufgewacht und sind einfach losgelaufen. Oh ne, da kocht schon wieder, Alter. So ein Scheiß. Porzellan, ich kann die Porzellanfigur noch holen. Das ist super. Alles klar, dann sind wir wohl einfach nur im Kreis gelaufen. Okay, warte. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu laut ist, aber ich werfe jetzt einfach mal in die Richtung. Okay, das hat er jetzt nicht gehört. Gut, Porzellanfigur geholt. Und wir können jetzt sicherlich mit dem Fahrstuhl losfahren. Ich sehe leider nicht, wo der... Ach so, der fährt einfach so los. Alles klar. Ich dachte, ich muss da noch irgendwie im Hebel ziehen. So. Ich glaube, wir befinden uns wieder im Speisesaal. Da keucht jemand. Ich glaube, da hat jemand Asthma. Seid ihr... Alter, was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Gruppensex auf dem... Alter, wie eklig seid ihr? Wie geil. Da kommt erstmal so ein... Was ist hier los? Alter, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Hilfe. Oh Gottes Willen. Alter. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob die Hausherrin damit so einverstanden ist, wenn ihr hier so einen Radau macht. Nein. Oh Gott. Das hätten wir, glaube ich, nicht gewinnen können. Hätten wir das gewinnen können? Ich weiß es nicht. Alter. Was war das denn? What the fuck war das denn gewesen? Ey, sowas, das wird mich echt... Das wird mich echt jede Nacht verfolgen. Also, Leute, wirklich, ne? Das ist... Alter Schwede. So.
Entschuldigung, ich musste nochmal husten. So, pass auf. Alter, das ist doch einfach nur... Ja, moin. Ibims. Wie ekelhaft einfach nur. Wie geil die einfach auf uns sind. Hm, lecker Fischfleisch. Hm, lecker, lecker, lecker. Entschuldigung, es sieht einfach nur so unnormal... Ja, so unnormal aus. Wie da so ein riesiger, fetter Haufen auf uns zugekrochen kommt. Alter, wie das aussieht. Das ist doch nicht mal normal. Lauf! Nein, 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 oh Gott! Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen! Lauf! Ja! Okay! Alter Schwede! Alter Schwede! Da hat wohl jemand Hunger, du! Da hat wohl jemand Hunger! Hut? Hut? Hausmeister? Hut verbinde ich direkt mit Hausmeister. Ich ahne Schlimmes. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los, ey. Oh nein. Was kommt jetzt wieder für eine kranke Scheiße? Ich will's, glaube ich, erst gar nicht wissen. Beim letzten Mal war es eine Ratte. Beim ersten Mal, gut, da war es nur ein Stück Fleisch gewesen. Aber ich will nicht wissen, was jetzt auf uns zukommt. Das wird wieder irgendetwas abnormal Krasses sein. Ich durchschaue die Entwickler inzwischen echt. Ich traue denen echt alles zu. Oh, nein, 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 nein. Obwohl, doch, Würstchen finde ich gut. Würstchen ist immer toll. Aber das ist Fleisch von den anderen Mädchen. Ja, komm, gib die Wurst her. Was? 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 Alter! Das kannst du nicht machen! Das kannst du nicht machen, Alter! Alter! Boah! Das waren unsere Freunde! Die süßen Zäpfchen! Iss doch die Wurst, Mann! Iss doch die scheiß Wurst! Egal was es ist, auch wenn es ein totes Mädchen ist oder sonst irgendwas. Es ist totes Fleisch. Und da macht es doch mehr Sinn, wenn man dann sowas isst, als ein lebendiges Wesen. Ich hab's ja eben schon gesagt, ich traue den Entwicklern alles zu. Und die steht da jetzt so, ja, war eigentlich ganz lecker, ja. Toll. Alter Schwede. Bei lebendigen... Ich komme gerade nicht drauf klar. Warum nicht einfach die Wurst? Warum nicht einfach die Wurst? Das ist schon totes Fleisch. Das ist schon jemand, der tot ist. Dann lass diesen Tod doch wenigstens einen kleinen Sinn gehabt haben. Nee, sie muss erstmal... Alter Schwede. Alter, das kannst du nicht machen, sowas. Das kannst du echt nicht bringen. Und ich dachte zuerst, das wäre so ein Lila-Lola-Lichterschwert-Spiel. Lichterschwert. So ein Lila-Lola... Lustig Spiel, weißt du? Das entwickelt sich echt in so ein richtiges Psychospiel. Aber so richtig. Mit so einer niedlichen Optik, Alter. Was Schlimmeres gibt's nicht. Wie so ein kleines Mädchen, weißt du? Mit schwarzen Haaren. Was dann plötzlich einfach vor dir steht. Schon wieder diese komische Frau, die wir auch schon in unseren Träumen gesehen haben. Ist das hier vermutlich die Chefin? Ist das vermutlich die Chefin? Es wäre möglich. Ich habe so langsam echt ein bisschen das Gefühl, dass wir am Ende sterben werden. Ich ahne es irgendwie.
Ich glaube, ihr hört den Gesang, ne? Den haben wir schon mal gehört. Als wir über diese komischen Überwachungskameras mal ein bisschen geguckt haben. Ich mag gerade irgendwie überhaupt nichts sagen, weil die Stimmung so mega krass gerade ist. Warum gehen wir hin? Warum? Was ist unser Ziel? Okay, wir müssen wieder einen Schlüssel besorgen. Und der wird höchstwahrscheinlich oben bei der netten Lady sein. Ach du Scheiße. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich muss aber zugeben, der Gesang hat was Beruhigendes. Bisschen. Ist angenehm zuzuhören. Macht einen Angst, aber ist irgendwie angenehm zuzuhören. Da steht sie. Es kommt mir aber ohne Scheiß wirklich fast so vor. Alter, wir kriegen voll den Herzschlag, der Controller vibriert gerade. Es kommt mir fast so vor, als ob das vielleicht unsere Mutter wäre. Boah, Alter. Ein falscher Schritt und wir sind so tot, Alter, ich sag's dir. Pass auf, gleich knatscht bestimmt irgendwie der Boden wieder und dann... Zack. Ist mir weg vom Fenster. Da ist wieder eine Porzellanpuppe. Direkt bei ihr oben drauf. Alter Schwede. Ich trau der nicht. Die weiß doch, dass wir hier sind. Das war zu einfach. Das war einfach viel zu einfach gerade gewesen. Und wo ist der Schlüssel? Ich... Okay, wir können auch normal durch die Gegend laufen. Ich hatte Angst gehabt, dass sie uns irgendwie hört. Wo sollen wir denn hin? Kann ich hier irgendwie die Schublade vielleicht? Ich... Nee. Das Regal hier vielleicht hoch? Na, geht das? Geht das? Auch nicht. Komm hier nicht hoch. Da ist doch ein Knödel. Da ist doch was. Halt dich doch fest. Jetzt können wir hier nicht hochklettern oder was? Hä? Wo ist denn der Schlüssel? Warum steht sie eigentlich vor einem kaputten Spiegel? Das würde mich ja auch mal interessieren. Ich habe gerade ein bisschen den Verdacht, dass das jetzt das Ende ist und wir hier einfach sterben sollen. Sie hat hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Kleidung rumstehen. Sehr, sehr viele Gewänder. Können wir hier hochklettern? Ah, hier können wir hochklettern. Alles klar. Ach so. So, einmal... So, hier einmal hoch. Und wo dann hin? Jetzt sind wir einmal rübergeklettert. Das hat ja viel gebracht. Hä? Ich sehe den Schlüssel auch nirgendwo, oder hat sie den? Müssen wir hier vielleicht irgendwie Krach machen? Wow! Was? Was? Was?
was war das denn?